Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Star Stable Aufnahme. Wie gewünscht habe ich Light Dreamer mit dabei, mein Cremello. Heute kam nämlich das Update vom 26.12.2018. Wie ich schon dachte, das Silvester Update. Und dafür müsst ihr ins Winterdorf gehen und dann schauen wir uns jetzt mal an, was jetzt alles dazu kam. Wir haben nämlich neue Kleider, auch die vom letzten Jahr, und können Feuerwerkskörper abschießen. Ich weiß gerade nicht genau. Ah, hier war das, genau. Und wir haben jetzt aber auch noch eine Tribüne mit dabei. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Ich glaube, die müsste da drüben sein. Ah, genau, da ist da drüben alles aufgebaut. Hier können wir uns wieder die Lampignons holen, auch bei dem Dranfest. Hier haben wir Böller-Raketen. Ich kaufe jetzt einfach mal eine aus Spaßeshalber. Und dann gucken wir uns natürlich auch noch gleich die anderen Shops an. Ich habe ja mitbekommen, dass anscheinend die Böller, also es gibt ja einmal um 39 Minuten zum Beispiel auch einmal eine Show, die jetzt nicht so wunderbar sein soll, wie gedacht. Die war nämlich immer sehr, sehr kurz, aber wir schießen einfach jetzt mal. Ah, ne, warte. Eine sind hier, genau. Ein paar Raketen ab. Ach so, okay, ich werde automatisch nach oben gezogen. Wenn man direkt nach oben guckt. Oh. Nicht schlecht, Herr Specht. So, gucken wir uns natürlich noch weiter um, wo es denn jetzt die Musik gibt. Es soll nämlich eine Tribüne geben. Müssen wir natürlich gern wissen, wo diese Tribüne ist. Ah, da hinten ist das aufgebaut. Seht ihr das, Leute? Da. Die Musik ist ja geil. Guck mal mit Alex. Meine Neujahrsvorsätze, ich brauche nur einen. Ich werde Anna aus Pandora retten und den Kristall mit meinen bloßen Händen schleppen, wenn es das sein muss. Ich mache damit, Alex. Normalerweise kann ich keinen Neujahrsvorsatz einhalten, selbst wenn ich mein Leben davon abhänge. Echt jetzt, ich habe das einfach nicht drauf. Vielleicht sollte ich mir vornehmen, ein wenig kochen zu lernen, anstatt nur Tiefkühlpizza Pizzen in den Ofen zu schieben. Ach was. Möchten kann man ja einen neuen Look austesten. Vielleicht werde ich mir wieder die Haare färben. Was denkst du? Wie ich brünett aussehen würde? Also natürlich eine Anspielung. Wink, wink. Alex, du bewegst dich ja kaum richtig. Dieser Helfer jagt mir Schauerböllen in den Rücken. Da fängt sie ja von vorne an. Mit Maya. Viele Pferde strotzen sich ja nur vor Gesundheit und Energie, findest du nicht auch? Das Jorvik'sche Pony, das Norwich'sche Fjordpferd. Das Jorvik'sche Warmblut. Sie sehen alle besser aus denn je. Hahaha. Auch nicht schlecht. Der Lusitano und der Trakehner sind so hübsche Pferde und das Kleidste ist ein majestätisch und doch sanfter Riese. Ich bin so glücklich, dass diese Rassen endlich nach Jorvik gekommen sind. Hör mal, gibt es auf dieser Welt eine Menge wunderbare Pferde? Der Wahrsager bei Nimmers Hochland verkauft hat kurz ein gestreiftes Pferd, das das wunderbare Sony nannte. Und als wäre das noch nicht genug, habe ich einen Stellen Pferde gesehen, die so aussehen, als wären sie mit Feuer und Eis bedeckt. Wo finden sie denn bloß all diese seltsamen Rassen? Warte, mit Feuer und Eis? Warte, Feuer bedeckt? Ist mit dem Feuer jetzt das Pferd vom kopflosen Reiter gemeint, weil das ja eigentlich auch so eine Art Feuermähne hat? Oder ob vielleicht auch jemand ein Feuerpferd erwartet? Warum muss ich immer hinter ihnen herputzen? Man könnte fast glauben, dass ich das einzige Steinmädchen hier in Warwick bin. Also, die spoilern anscheinend hier schon ein bisschen. Mein Neujahrsvorsatz, ich möchte
Alex gelegentlich von ihren Eichhörnchen losreißen. Ich möchte Alex gelegentlich von ihren Eichhörnchen losreißen. Ach so, von Fripp. Glaub jetzt nicht, dass ich deine harte Arbeit nicht zu schätzen weiß, dass du die Welt vor den rosa Rissen in der Realität und so gerettet hast. Aber manchmal ist es schon nett, wenn unsere Heldinnen ein wenig mit uns normalen Menschen abhängen können. Klar. Ich bewundere Heldinnen schon mein ganzes Leben lang. Ich wollte selbst einmal eine werden, aber offensichtlich soll es nicht so sein. Jetzt will ich nur noch mein Möglichstes tun, um meine Familie zu helfen. Ah, das fängt wieder von vorne an. Okay. Nein! Nein! Oh, guck mal, da ist Rania. Ich möchte einfach gerne mal mit allen reden, damit ich auch die Texte weiß. Das erste Mal... Ja, meine Mutter als Stadträtin von Dandel hätte gar nicht besser laufen können. Hast du heuer die Halloween-Deko gesehen? Die ganze Stadt duftet nach Kürbissen. Skoll wollte nie gerne Dekoration für das Fest aufstellen. Ich bin so froh, dass ich jetzt meine Mütter habe. Vielleicht habe ich sie sanft in die richtige Richtung gelenkt. Warte, ich mache mal meinen Ton vielleicht ein bisschen lauter. So. Hoffentlich kommst du uns in Dandel besuchen. Mein Stall ist in Dandel, Madame. Auch das kommende Jahr steht garantiert voller Abenteuer. Und ich könnte mir eine bessere Begleiterin wünschen. Auch vielleicht ein Spoiler, dass wir vielleicht nächstes Jahr mehr Quests kriegen. Ich habe noch überhaupt nicht über einen Neujahrsvorsatz nachgedacht. Aber wusstest du, dass in Jorvik City keine Pferde erlaubt sind? Ich nehme mir vor, diesen Missstand auszumerzen. Haha. Ja. Nein, ich will nicht mit dir reden. Hier haben wir auch wieder die Tribüne, Leute. Da können wir anscheinend nur tanzen. Wer ist Kai? Jo, ich bin Kai, ein Profi-DJ, der hier auf dieser Party die Lieder auflegt. Kennen wir uns? Wahrscheinlich nicht. Normalerweise lege ich in Jorvik City auf. Der Raptor... der diesjährigen Modewoche vom Erdboden verschluckt wurde, muss eine neue Generation in den Start geben. Wie ich gehört habe, haben sie im letzten Augenblick einen Amateur organisiert, um auf der Modewoche aufzulegen. Das mag zwar cool für sie sein, aber ich bin ein Hobby-DJ. Ein Hobby-DJ nicht zufrieden. Okay, Kai, dann gut, ne? Ich scheine einfach richtig Party zu sein. Wir sind doch alles von den Gästen hier. Ach du heiliger Bimbam. Kima. Hallo Ronja. Ranja. Ich dachte schon Ronja. Lass uns abscheulichen Schneemann jagen. Wenn die Helfer Düsentriebwerke an den Schlitten anbauen würden, könnten sie ganze Arbeit nur erledigen. Und dann könnten sie mit Düsenschlitten über die Piste jagen. Unglaublich, was? Oh je. Und die Frau Holzwerf ist aber auch da. Ich erkenne in deinen Augen eine Entschlossenheit. Ich sehe, dass eine sehr wichtige Aufgabe vor dir liegt. Über das Schicksal dieser Welt entscheiden könnte. Wenn du irgendwann einmal Hilfe brauchst, mein Schatz, dann kommst du jederzeit gern besuchen. Oh je. Eine Aufgabe vor dir liegt, die über das Schicksal dieser Welt entscheiden könnte. Könnte vielleicht nicht nur mit Anne gemeint sein, sondern generell was. Ah, es ist, Oh, ich hoffe, meine Stimme übersteuert nicht. Aber ich mag die Musik. Immer wenn ich einen Kuchen backe, kommt dieses Pferd vom Zirkus zu meiner Hütte getrabt und schaut mich mit seinen hungrigen Augen an. Jemand sollte diesen Idris mitteilen, dass er seinen Begleitern an seine Leine führen sollte. Der arme Thomas musste ein schwieriges Jahr durchleiden, über all dem, was Saschin zugestoßen ist. Aber Thomas ist willensstark und möchte nicht zulassen, dass die Leute negativen Einfluss, die wegen des ersten Reitunterrichts nach Molandsstall kommen. Er hat dafür gesorgt, dass Justin nach Hause an einen glücklichen Ort kommen konnte. Er ist ein wunderbarer Vater. Oh. Ja, ihr Lieben, das war es aber auch im Groben von dem Update. Mehr gibt es diesmal nicht. Ich würde jetzt gerne wissen, wo der Shop eigentlich ist.
Stimmt, wo ist der Shop eigentlich? Wo zum Henker ist der Shop? Oder haben wir einen besonderen Shop jetzt im Winterdorf bekommen? Hier haben wir die Laternen. Hier haben wir das Feuerwerk. Ich weiß, man sollte sich mal so vorher erkundigen, wo was ist, ne? Da gebe ich euch jetzt bestimmt recht, die Leute, die das sagen. Aber wo zum Henker? Hilfe! Vielleicht mich doch echt vorher erkundigen sollen. Ey, komm, der Shop kann jetzt aber nicht weit sein. Wenn ich den jetzt hier nicht finde, vielleicht... Ah, da! Haha, Leute! Oh, so, oh nein, ich habe den Bug wieder, Leute. Nein! Ich finde, da gibt es schon echt tolle Kleider, muss ich sagen. Schick, schick. Und man kann sie alle mit Münzen kaufen. Also das ist ja wenigstens... Ja, klar, die haben keine Werte. Ist irgendwo logisch. Man muss da auch mit jetzt keinen Wettbewerb reiten. Aber man kann sie mit Münzen kaufen. Ihr Lieben. Ich fand, auch wenn ihr jetzt keine wirklichen Inhalte habt. Wir haben jetzt keine Quest bekommen. Gut. Jetzt Feuerwerk ist wahrscheinlich auch nicht so super. Gut. Die Musik ist aber toll. Und was ich eben halt wieder besonders interessant finde, ist, wir haben Informationen bekommen, die NPCs reden. Ihr müsst mal mit den NPCs ein bisschen reden. Da sind Spoiler für nächstes Jahr drin. Klar, wir wissen zum Beispiel, dass die Sorrow da jetzt einen neuen Look bekommen, aber ich finde es immer trotzdem witzig, wie Alex zum Beispiel sagt, ich muss mal jetzt einen neuen Look ausprobieren, ob Brünett mir jetzt gefällt. Und die Frau Holzweb meint so zum Motto, du wirst ein Schicksal treffen, was die ganze Welt verändern wird, zum Motto. Ich finde, das sind so, solche Kleinigkeiten, die freuen, da blüht mein Herz schon ein bisschen auf. Ich weiß, es sind keine Quests, ich kann das verstehen, es ist auch ein bisschen doof, aber ich hoffe mal, dass wir nächste Woche vielleicht die Story-Quest kriegen. Und die Story-Quest wird lang werden, Leute. Es wird sich in Haufenweise wird sich da verändern. Und ich weiß nicht, natürlich freue ich mich immer auf Story-Quests, aber ich hoffe mal, es wird alles gut gehen. Ich hoffe, die Story wird jetzt keinen bösen Verlauf nehmen. Und ich hoffe aber auch irgendwie, dass das, die Story-Quest jetzt nicht so ist, dass wir jetzt Anne befreien und dann erstmal wieder so eine lange Pause haben. Oder dass dann irgendwas anderes Schlimmes passiert. Ach, wir müssen einfach abwarten. Aber ich fand trotzdem interessant, mit den NPCs zu reden. So, ich würde aber auch mal sagen, wir hören uns dann wahrscheinlich dann erst im Neujahr wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao!